Herzlich willkommen. Warum das immer passiert, ist mir echt noch ein Rätsel. Tag auch euch, die hier zuschauen. Am Let's Play Minecraft heißt für heute wieder die Devise. Obwohl ich aufgefordert wurde, mal ein anderes Let's Play zu machen, mache ich jetzt erstmal wieder so eins, weil es geht schnell von der Hand. Naja, wirklich schnell nicht. Aber. Es gibt ja so viel, was wir tun müssen. Wir müssen ja noch vom letzten Mal die Sachen absortieren. Das habe ich nämlich da nicht mehr gemacht und seitdem auch nicht mehr nochmal gespielt. Also fangen wir erstmal mit dem. Das ist ja, ne, Standard muss erstmal ran. Ne, muss der erstmal hier und so. Kommst du nicht drumrum. So ist das halt. Draußen johlen die Kinder. Es ist ein lauschiger Abend nach dem ganzen Tag voller Regen. Lauschelt es doch jetzt zu dieser Stunde. Ah, da ist es drin. Mal wieder ein bisschen. Und wir gönnen es uns, gemütlich eine Runde Minecraft zu spielen. Weiterhin gönnen wir uns Musik. In diesem Fall gönnen wir uns... So, wie heißen sie? Gianni Paradiso DJ. Also DJ Gianno Paradiso. Mit dem Album Welcome in My New Age World. Aus dem Jahr 2011. Dort erstmals veröffentlicht. Und eine Ohrenweide. Tja, so hört sich das an, wenn die Ohren weiden. Wenn die Weiden weinen, klingt es anders. Aber ja, dann kommen wir wieder zur üblichen Frage oder zum wichtigsten. Was machen wir denn heute? Ich würde sagen... Weiter klingt jetzt erstmal nicht verkehrt. Es soll noch mehr geben von dem, was wir die letzten Male schon immer gemacht haben. Und zwar ein bisschen rumgegurt Gurke in der Welt. Und ich bin auch dabei, mich dran zu gewöhnen, wo welche Kiste hier bei mir untergebracht ist. Tja, so hart ist das manchmal im Leben. Mal wissen, wo welche Kiste steht. Die sind da drüben oben. Aber nachdem hier so viel eigentlich rumgegurkt sind in irgendwelchen Höhlen, wäre es doch total toll, wenn wir mal wieder was anderes machen würden, oder? Das fändet ihr doch auch. Also ich sehe schon, die Leute nicken innerlich. Können ja mal wieder was anderes tun. Und deswegen werden wir das einfach mal tun. Also was anderes. Aber auch anderes, was man so tut, geht nicht ohne Werkzeug. Ergo generieren wir uns ein bisschen was davon. Das nehmen wir mit. Ja. Und da meckert die Ziege. Aber ein bisschen bauen wäre nicht verkehrt, oder? Wenn wir hier mal ein bisschen wieder weiterkommen. Mit der Vielzahl der Projekte, welche wir uns vornehmen könnten, wenn wir uns sie nicht schon vorgenommen hätten. Deswegen, denke ich mal, fangen wir als erstes an mit... Ja, nee, hier Autofarming. Autofarming ist mir jetzt zu kompliziert. Das ist nicht so was Chilliges. Das ist ja aufwendig. Muss man ja bei nachdenken. Scheiß Redstone Logic. Und so. Aber ich könnte. Warte mal. So. Ich könnte ja mal Folgendes tun. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Ich habe doch hier noch mehr Kisten. Wenn ich hier nämlich in meinem Lager rumhantiere, nervt mich mein eigenes Gepäck. Ja. So ist das manchmal mit dem Gepäck. So, und das haben wir doch hier schon ausgehoben. Und das könnten wir doch hier eigentlich mal so weiterführen. So.
Aber hier sowieso schon ein bisschen weiter zum Rand gebaut. Also irgendwann werden wir den See draußen, der da still und starr da liegt, still und starr nicht. Es wäre toll, wenn es Jahreszeiten gäbe, oder? Das würde die Sache so ein bisschen aufpeppen. Also zeitabhängige Biomzuteilung. Wäre doch super, oder? Also ich fände das ganz, 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 also sowas von. Also ihr könnt euch kaum, könnt ihr nicht. So grandios wäre das. So. Machen wir den hier erstmal ab. So, zack, zack. Ist hier ein bisschen duster geworden. Also wenn wir alsbald wieder damit fertig sind, was ich hier vorhabe, werden wir das korrigieren. Also wir könnten auch ein bisschen Glowstone farmen gehen. Das würde hier echt helfen in der Ecke. Also erstmal brauchen wir ein bisschen Stone. Warte mal, fangen wir mal klein an. Also eigentlich. 5, 6, 6 Stacks Clearstone. Haben wir davon zufällig auch noch welchen hier drin in der Kiste? Nein. Hier drüben irgendwo, ne? Oh, siehst du, wollte ich schon wieder neuen brennen, habe ich sogar noch. Nein, packen wir das Zeug erstmal wieder zurück. Wenn nicht brauchen, brauchen wir es nicht. Stein, Stein, Pflaster, Stein, Pflaster, Stein. Ja, kann gleich so hier drin liegen bleiben. Aber wir sollten dann auf endgültige Ausbautiefe vorstoßen. Da sind wir schon wieder an der Oberfläche. Die Oberfläche ist jetzt nicht ganz so günstig. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal Notbeleuchtung hin, dass uns hier nichts spawnt. Und am Tage geht es dann weiter. Dann wird die Ecke hier Mounts. Warum Mounts ist da? Die sind doch eigentlich alle hier hinten. Naja. Machen wir am Tage weiter. Und gönnen uns noch ein bisschen ruhige, flauschig, fluschige, fluffige Musik. So. Und da jetzt Tag ist, können wir hier ja einfach mal das hier wegnehmen. Wir können es ja auch anders bauen. Ist ja bloß jetzt innerhalb dieses Tages irgendwie mal ein bisschen metern. Dass wir dann nicht irgendwann davon überrascht werden. Dass uns hier irgendwann auf den Kopf spawnt. Ganz Flux 1, 2, 3 dabei. Und gönnen es uns. So. Da kommt schon das nächste Werkzeug angeflogen. Ich mag die Inventory Tweaks. Ich mag auch mein aktuelles Terraforming-Projekt. Also auf jeden Fall können wir uns hier jetzt noch ein weiteres Bett hinstellen, weil wir rennen ja immer bis da nach vorne zum Bett. Das ist ja auch doof. Und hier ist ja eigentlich auch schön. So, und apropos, hier ist auch schön. Eigentlich müsste man das hier rausziehen. Den Boden. So. Genau. Eigentlich können wir. Ui. Wollte ich gar nicht ärgern, Doberrochen.
das jetzt hier noch ein bisschen tiefer haben. Die Sand verschiebt mich quasi. Hier mal wieder ein bisschen tiefer. Automatisches Auffüllen mit Wasser funktioniert ja auch noch. So. Sehr schön. Eigentlich muss das noch weg. Weg. Aber darum kümmern wir uns gleich. Sehr schön. Den Dirt nehmen wir hier auch mal mit, obwohl wir ihn nicht wirklich brauchen. Der war falsch. So, das können wir erstmal nach hinten tun. Brauchen wir jetzt nämlich aktuell nicht. Für das heutige Unterfangen. Und zwar dachte ich mir jetzt eben gerade, es wäre doch total toll, wenn man das hier wieder sauber auffüllen würde. Ach, da müssen wir uns noch ein unendliches Wasser noch bauen und so. Das hier richtig aufzubauen. Schon machen. So, das muss hier nämlich alles noch weg. Dann fangen wir schon mal an. Sobald wir hier fertig sind, wird das halt oben abgedichtet und dann werden wir hier einfach mal diese Fläche schön mit Wasser auffüllen, die wir uns hier gerade so schön wieder rausquälen dürfen. Ja, damit. So. Hier noch ein bisschen mit abtragen. Geh weg. Schon wieder hochkonzentriert hier dabei, den Berg zu entfernen. Mann. So. Was sind das? Ach, das ist ein Rock. Ein Rochen im Boden. Ah, wobei, das scheint mir hier so die Maximallänge zu sein, ne? Das hier noch weg. So. Länge hin oder her. Hier drunter wird alles mit Wasser gefüllt. Und da, naja, da ist jetzt ein bisschen Mischmasch aus
Stein, Erde und allem, aber es soll mir auch egal sein. So. Ah, ein Pferd. Steht ein Pferd auf dem Flur. Lass mal sehen. So. Und damit uns hier erstmal ein Stein brennt. Ich glaube, mit heute fertig werden, da habe ich mir doch ein bisschen viel vorgenommen. Mach ich hier erstmal dicht. So, jetzt ist die Eimer sind vorne, von daher ist egal. Damit hier nicht gleich was spawnt. Gönnen wir uns auch ein bisschen Licht, weil wir müssen uns hier jetzt noch was gönnen. Und zwar das da. Warum müssen wir uns das hier gönnen? Das wisst ihr ja alle. Ihr seid ja alle Powerkräfter vom Herrn. The Power of Kraft is with you. Ja, wir brauchen ein bisschen Butter. Irgendwelches, sondern die beste Form von Wasser. Unendliches Wasser. So. Einmal angeschüttet. Zweimal angeschüttet. So, und zwar Knirsch. Müssen wir das jetzt hier füllen. Und zwar auf dem Wasserniveau. Wasserniveau wäre hier. Zack. 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 Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zap, zarap. Ah, ey, das ist dafür nichts. Also, dass dieses Wasser nicht vernünftig fließen kann manchmal, das nervt echt total. Vor allem, wenn man dann so einen Scheiß hier wieder anfangen darf. So, 50 Jahre später bin ich dann auch schon unter diesen Dingen hier hervorgeschwommen. Ja. Wie hier, sagt das Pferd. Wie hier. You sehr wie hier. Ja. So, dann habe ich das ja gut vorbereitet. Dann können wir morgen. Na, war doch alles nicht so schnell, wie wir dachten. Wie ich dachte. Naja, man ist ja vom Grundsatz her immer Optimist, was sowas angeht. Oh. Oben drauf ist nur ein Pferd. Ich mag keine Creeper-Überraschung mehr erleben. Nein. Nicht da nicht runter, da nicht runter. Hier drauf, 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 drauf. Sehr gut. Ich hätte mir jetzt noch ein paar Eimer mitbringen können. Das wäre echt geschickt gewesen. Aber wir gönnen es uns, ne? Also wir gönnen es uns ganz, ganz easy going. Hier wird Zentimeter für Zentimeter gefüllt. Ach, das geht ja dann wieder. Ach, damit. Ach, da ist auch schon kaputt. Mal das Brot beiseite. Ach nee, das Brot mal nicht beiseite legen. Das Brot essen, meine Freunde. Und da aß ihr das Brot. Kommt die Melone hinterher? Mann, was so eine kleine Stärkung doch gleich ausmacht. So. Nicht da runter. Die mich stick. So, so. Ja.
man hier mal die ganzen Wasserflächen neu bauen. Ich hasse es. Nur weil es denn hier so ein bisschen wieder rinnt in die Ecke. Das ist mir auch egal. Dann soll das Rinnsal halt dort rinnen. Mache jetzt erstmal weiter. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann immer stehendes Wasser haben. Da hinten müsste ich eigentlich rankommen. Ich habe ja sogar noch Wasser. Das ist mir auch egal. So. So. Vielleicht levelt es sich irgendwann von alleine wieder aus. Nein, ich weiß auch, dass das nicht passieren wird, aber man kann ja noch hoffen. So. Zack. Zack, zarab. Ah, welch spannende Tätigkeit, ne? Das freut den Minecraft immer. Hat er mal wieder so eine Wasserfläche und kann 10.000 Mal mit Eimern, also ist ja nicht so, dass wir weniger, dass wir das Problem der Mangel an Eimern wäre. Also wir müssten jetzt etwas weniger hin und her laufen, würde ich mir noch mal ein, zwei Eimer holen, aber warum eigentlich? Was lange dauert, ist nicht das Wasser holen, sondern das Verteilen des eben genannten Rohstoffes in die Lücken. Siehst du, ich hätte ja drin schon mal was ansetzen können. Das brauchen wir auch gleich. Machen wir gleich mal, wenn die das Grundprinzip des Wasserauffüllens eben verletzt. Aber da, das wird schon, da komme ich schon dran vorbei. Das kriege ich trotzdem irgendwie glatt. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Zum Ende tauchen wir dann nochmal nach den Dreckblöcken, die wir hier abschlagen. So, warte. Wasser holen. Einmal. Zweimal. Zack, zack. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Ein ganz besonderer Zuschauer sei an dieser Stelle gegrüßt. Hallo besonderer Zuschauer, ich werde jetzt nicht sterben beim Wasserholen, wie schon einmal. Nein, ich werde nicht untergehen, ich werde obsiegen. So, ja, von dem anderen Typen, der dem intellektuellen Höhenflug, dem einen einzig nicht wahren Typo zum Trotz, geht es weiter, auch ohne Fäkalhumor, wobei es mir jetzt für ihn schon ein bisschen leid tut, muss ich ja doch mal sagen, weil, naja, hat sich halt auch Mühe gegeben. Das ist halt, das war erkennbar, wie schwer es ihm gefallen ist. Vielleicht war es auch einfach nur so eine Begegnung der dritten Art oder so. Wer weiß das schon so genau? Sechser, ja. Was? Sechser?
7, 6, nehmen wir noch einen mit, sind es 8. 4, 4, ja, 8. Knirsch! 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal. 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal! Yay! So. Ja. So, Öfen angeworfen, auf geht's. Also wir erinnern uns, wir wollten eigentlich nur 2 Kisten aufstellen. Also es ist halt, es zieht halt immer so ein Rattenschwatz an Zeug nach sich. Das ist immer ja, die gleiche Scheiße hier. Fingst du feste Ehenstein an und dann danach musst du schon wieder halt hier einen Planeten umkrempeln, musste da. Jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Es war zwingend notwendig. Achso, ja, unsere Pfütze müssen wir auch wieder schließen, aber... Ach, ist das nicht schön, das gerade das Wasser? Ich finde es ja toll. So. Weil ich das toll finde und weil das toll ist, hören wir es uns hier einfach mal weiterzubauen. Jetzt ist die Frage, wie weit wir wirklich bauen wollen. Ich glaube, bis hier vorne, ne? Hat man es ja so vorgenommen. Bis da so hin. Hui. Ah, ja. Kommen wir wieder nicht raus. Das wird ja auch so bleiben. Spoiler! So, Passt. Ich glaube, ich bin auch auf der richtigen Höhe, da wo eigentlich jetzt die Steindecke rein muss. Also kann ich die dann gleich mal ziehen. Ich glaube jedenfalls, dass ich das könnte. Können täte. Ja. Eigentlich wollen wir doch hier jetzt so eine Steindecke haben. Pfeiler. Schon okay. So. Genau. Das hier rauskloppen, den ganzen Klumpatsch. Ja, das ist das Geräusch, was ich jetzt genau hören wollte. Die Nacht bricht rein und ich habe gerade die Wände wieder rausgerissen. So ein Rotz. Aber am Wasser tut uns ja niemand wirklich weh. Das wissen wir ja nun. Und da wir das wissen und jetzt auch eben gerade noch ein Plätzchen falsch gesetzt haben, können wir ja beruhigt einfach mal hier noch ein paar raushauen aus der Wand. Einen neuen Kabel generieren. Und dann demnächst ihn auch wieder in normalen Greenstone zu verwandeln. So. Ja. So, gucken wir mal unsere Ausbeute an. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Haben wir schon mal ein paar auf Tasche. Weil nämlich das Wasser jetzt ja belebter ist als vorher, dachte ich mir, es würde sich vielleicht sogar gönnen, also man könnte es sich ja vielleicht sogar gönnen, hier nun auch ein wenig mehr Betrachtungsfläche für eben dieses
wunderschöne Biotop zu erhalten. So, damit ist die Brücke hier komplett verkehrt, aber ist mir eigentlich auch egal. So, der passt auch nicht so ganz. Müssen wir uns was einfallen lassen. Zuck, zuck, zuck. Zup. So. Genau. Mitten in der Nacht und wir sind immer noch nicht tot. Hey. So. So. Mit ein paar Zargen und so weiter wird es dann noch hübscher irgendwann. Heißt die Wiese erstmal Wand schließen. Ja. Hätte sie gehießen, wenn wir nicht das Problem hätten, was wir immer haben. Zu große Ambition bei zu wenig Material. Ja, danke. So. Auf. Schon mehr wieder fertig. Ja. So, das muss ich auch noch mitnehmen. Da war's, da war's. Ja, du ganz besonders. Mein Freundchen. Ja, ja. Stirb. Habe ich mich schon über den Hai gefreut, der hier direkt vorm Haus einfach mal geparkt hat. Aber nee, da rennt mir auch noch ein Skelett fast in die Bude. So, ta-ta, 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 ta. Na, ist doch hübsch hier, oder? Ja, und hier drunter können die Fischis sich doch wohlfühlen. Zum Glück gibt es noch keine Creeper-Fische. Na, haben wir doch schön ausgebaut. Hier könnten wir jetzt sogar noch einen Eingang bauen. Also, das ist hier wie einen kleinen See, Teich, Weg. Unser Übergang. Großen Weg aus rumlatschen. Den Teich nochmal zumachen hier. Ein neues Bettchen brauchen wir noch. Mann, und wir sind schon so lange wieder unterwegs. Wow. Schon eine halbe Stunde um nichts passiert. Ihr seid echt hart im Leben, Leute. Respekt. Ach. Gibt Schlimmeres, was? Stunde bitte hier Fach eurer Wahl einsetzen. Am Freitag, 7. Stunde. Hier weiter zu Brei. Ja,
ja, irgendwann sollte ich auch mal mit dem Innenausbau beginnen und hier Tische und Regale und so ein bisschen Gemütlichkeit, ein paar Designelemente und so. Ich weiß. Aber erstmal quadratisch freischaufeln. Der Rest kommt ganz von alleine. Und ansonsten schicke ich die Welt einfach mal ein paar Mail an einen von euch, so als Gastauftritt. Ich kann sie verschönern. Und ich spiele sie einfach mal kurz auf dem Server ein, dann machen wir das gemeinsam im Livestream. Verschönerung in Architektur für Anfänger. Könnten wir es denn nennen? Und das machen wir dann auch. Wir, die Innenarchitekten. So. Hochkonzentriert setze ich die letzten Steine. Yay. Ist das nicht der Hammer? Da klang die Musik gerade so, als wollte sie loslegen und dann hört sie doch gleich wieder auf. Das ist spannend. So. Wie war das mit dem Glowstone holen? Ich glaube, ich will doch kein Glowstone holen. Will ich das nicht. Das wäre echt sinnvoll. Aber ja. Aber hier neben so einer großen, nennen wir es mal, rituellen Stelle, können wir doch ganz rituell. Ja, es wird nicht besser, wenn man es lang zieht, ne? Nein, aber ich habe die Idee. Wir könnten da was tun. Das machen wir jetzt auch. Ja, Klappe zu da drüben. So. Ja, stackweise brauche ich's. Ist klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einmal. Was? Nee, das sind ja Wölfe, die Werwölfe produzieren. Wie das auch immer heißt. Ach ja. So, quietsch, quietsch, quietsch macht die Maus. So. Aber ich denke mal... Das günstigste, wenn wir das machen würden. Einmal, zweimal, dreimal. Dreimal. Genau. So. Halben verarbeiten, das würde am besten passen. Muss ich da die anderen Stone Steps nehmen? Nee, das geht auch. Die ist doch gut. Einmal. Ja, bleib da mal drin. Scheiß Rattenviecher. Ja, beißt mich. Ja, beiß mich. So, wo war mein Werkzeug? Also erstmal kann ich die ja hier mit dazu packen. Und
den hier auch auf jeden Fall wieder. So, muss mich kurz mal grabbeln. So, auf geht's. Hui. Ja. Das war eine Punktlandung mittendrin im kühlen Nass. So. Ja, Stiefel habe ich hier noch. Wo habe ich denn? Wo ist denn? Ach, wo? Hilfe. Was war das für ein Plüng? Wo habe ich das denn hin? Da habe ich es auch nicht hin. Na, sag doch mal, wo habe ich es denn hin? Sag doch mal, sag doch mal. Der redet Kinder mit mir. Zö. Wäre ja fast, als ob man hier keine Zuschauer hätte. Keiner redet mit ihm. So, davon habe ich noch jede Menge. Naja, gut, dann opfer ich mal. Ich dachte, ich hätte noch, aber... Nee. Ist das oben meine... Ja. Ja, ja. Du fliegst mal runter. Was für dreiste Drecksviecher, ey. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. So. Da prasselt es doch schön, das Kaminfeuerchen. So. Das Feuer. Das klingt doch behaglich. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt was davon. So, weil ich jetzt nämlich das wohl verschwenderischste Gut herstellen darf. Genau diese. Na, wobei geht 32 aus 6. Also wirklich fair ist nicht, aber ist auch nicht wirklich schlimm. So. Ja. Ja, behaglich. Ja, viele steigen hoch, paar bleiben hängen. So wie es auch wirklich wäre in einem Kamin. Jetzt mal von oben an. Hört ihn mehr, als dass man ihn sieht. Nein. Hier ist es. Und jetzt gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, durchzufallen, ne? Ich würde das ja gerne mal... Habe ich da unten irgendwie Wasser? Zu löschen? Hm. Wenn ich das jetzt... Oder ist das wieder... Nee, es hat keinen Bug.
wir müssen ja hier oben drauf eh noch ein bisschen Erde verteilen. Was ist denn da unten alles los? Da schwimmt ein Skelett und weiß nicht was alles. Mann, 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 Mann. Was ist denn das? Ein Vögelchen. So, ich sehe gerade, das letzte Lied hat angefangen. Das heißt, ich habe noch eine Viertelstunde, bevor diese Playlist vorbei ist. Sollte ich ja so langsam mal wieder, ne, das Ende suchen und zum Ende kommen. Wäre günstig. Um die Abgeschlossenheit der Handlung hier aufrechtzuerhalten. Wäre das echt toll. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wäre jetzt schöner, wenn ich das oben drauf so aufmachen könnte, aber dann fällt ja wieder was durch. Also bei eigentlich, warte mal, eigentlich dürfte ja nichts durchfallen können, solange ich eine Sache beachte. So. Das Qualm ist da auch wieder toll. Ich habe welchen bei, das ist gut. Bei welches Material wäre denn eigentlich wäre. Das Beste. So. Nochmal. Ja, nee. Jetzt kann man da nicht mal reinfallen. Da weg. 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 Und da weg. Rein nach Darwin, da musste der Dirt weichen. Navin. Na, Darwin. Na, das ist ja wieder mal mit euch schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm ist es einfach nur. Eigentlich müsste ich noch die Ebene darunter gleich mitmachen. Während es mir leicht ins Ohr säuselt. Macht es gerade. Ich glaube, ihr hört das auch. So. Wir sagen jetzt mal hier alle voll mit Kabel, ne? Geht los. So. War der letzte? Nein, war es nicht, war der vorletzte. Gleich gesehen. So. Jetzt aber. Jo. So ist er eigentlich hübsch, oder? Raucht es hier noch so ein bisschen raus aus unserem Kaminchen. Ja,
Vielleicht sollte ich das hier oben noch ein bisschen kürzen. Ist einfach sanfter. Ja genau, das mache ich dann auch so. So, textsicher sind die Damen. Und stühlensicher vielleicht auch. Hallo. Was man nicht so alle zu sagen hat, ne? War hier so eingekerkert in einem Kerker. Oh. Oh. Ah, naja. Nö. Ihr wisst ja. So. Achso, ja, stimmt ja. Die wollte ich auch noch setzen, damit es authentischer wirkt. So. Und es dämpft da so ein bisschen raus. Und wenn man da reinfällt, kommt man nicht mehr raus. Weil es nicht hoch genug ist. So hoch kann keiner springen. Es sei denn, man ist ein Huhn. Ein Huhn würde vielleicht wieder rausfallen. Ja. Ne? Ja, dann haben wir doch jetzt hier ein Kaminchen. Man kann auch rüberlaufen. Sehr, sehr schön. So. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist er, unser Kamin. Und hier ist er, der schnelle Weg nach unten. Naja, fast. Nein, da wäre er eigentlich gewesen. Aber ja, hier sind wir unter unserem Kamin. Das sieht doch jetzt hier ganz, ganz okay aus. So, okay. Ein bisschen Himmel ist auch drüber, ist sicher. Und von unten kommt richtig gut. Richtig gut Qualm. So, und dann auch das hier oben. Authentischer wirkt. Also mal so ein Kränzchen drum. Sonst kann man auch von unten nicht mehr reinfallen. Ist ja gut. Na, ist doch sehr, sehr schön. Ich muss mich kurz mal um Ohr jucken. Wärme und Kopfhörer sind zwei Komponenten, die einfach einander nicht wirklich günstig gesinnt sind. Oder gar bedingen. So, hier in der Ecke haue ich nochmal raus. Fällt mir noch nicht so ganz. Hm, ich könnte jetzt die Decke eins höher ziehen, dann würde es auch noch, dann könnte man da in der Treppe noch arbeiten. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich will ja hier noch Licht haben. Und Licht hat man ja meistens, indem man... Ja, man sollte jetzt bei einem Stein bleiben, glaube ich. Es wirkt jetzt ein bisschen plump und klobig da in der Ecke. Ich glaube, wenn man jetzt hier noch so was macht, ja, dann haben wir hier richtig schönes Licht. In der Mitte knistert unser Riesenkamin. Und die Damen fangen auch vor lauter Entzücken wieder an zu singen. Weiter, ne? Ein weiter müsste es gehen. Ach, damn you. Damn you, damn you, damn you. So. Das ist ja richtig übersichtlich hier, was man da an Stein verbraucht. Zack, zack, zack.
Ja. So sieht das doch hübsch aus. So, dann brauche ich noch 4 Truhen. Damit wir hier fertig werden. Oben drüber könnte ich jetzt noch Treppen reinbauen. Ich glaube... Ja, man könnte jetzt aus diesen... Also mit diesen... Treppen, die wir unten genommen haben, die könnten wir nehmen, vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Die teuren Treppen. Nehmen wir die teuren Treppen. Ja, genau. Verbaseln wir die teuren Treppen auch noch hinzuhängen, ey. So. Ja, 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 ja. So, jetzt hätten wir auch noch Kistchen. Ah, so, ich wollte, dass wir noch so einen weitergehen würden. Also nur einen. Du bist, ne? So einer. Wäre total famos. Weil dann wäre es jetzt auch nicht so hier abgehakt, sondern es würde so sich glatt anschmiegen. Ach, wäre das toll, wenn es so wäre. Naja, mal schauen, vielleicht schafft man das ja in der nächsten Aufgabe. Danke gehört. In der nächsten Aufnahme einfach mal hier noch so ein bisschen zu erweitern. So genau um eins. Das wäre so toll. Weil dann hätten wir das hier so, weißt du? Hier nochmal so eine Bucht und so. Das wäre total super. Verstehst du, wie ich meine? Wäre total hip und cool und geil und super. Dann könnte man hier nämlich auch nochmal so eine richtig toll ausgeleuchtete Dings draus machen. Säule-Ecke. Dann hier so Doppelfackel setzen, weißt du? Also ich sehe es ziemlich genau schon von meinem geistigen Auge, was man da alles machen könnte, wenn man denn nur wollte. Ja, aber leider, also jetzt rein zeitlich gesehen, ist es halt jetzt auch schon knapp. Wir sind kurz vorm Ende, die Musik ist gleich vorbei. Und ihr wisst ja, zum Ende der Aufnahme sind wir immer gerne fertig. Ja, wir wollen ja nicht noch umexperimentiert haben und so. Das wäre jetzt auch scheiße. Dann wären uns jetzt auch noch diese tollen, teuren Stufen ausgegangen. Hätten wir nochmal rüberlaufen müssen und hätten nochmal diese blöden Stufen holen müssen. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, bis dahin seid ihr nicht allzu sehr gelangweilt. Es gibt ja viel Let's Play da draußen, aber ich hoffe, meine kleine Variante davon tut euch gut und ihr gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Gruppenereignis namens Let's Play Minecraft. Wenn es dann wieder heißt, mein Gott, hat der Kerl schon wieder eine Dreiviertelstunde lang eigentlich nur seine Kisten sortiert. Ja, wenn ihr das merkt, ist es eigentlich schon zu spät. Ne? Naja, wir haben ja die Sendung schon angefangen mit Kisten zu sortieren, also mit der Kistensortiererei. Deswegen werden wir sie jetzt so nicht enden lassen. Aber ihr habt verstanden, was wir hier dann beim nächsten Mal fortführen. Wir werden ein Clearstone setzen. 2 Stone Slabs dran. Dann halt noch so ein Fäckelchen hier. Ein Fäckelchen da. Naja, eigentlich die Eckerei würde auch so reichen. Und dann hätte man hier halt diese wunderschönen Kisten so richtig schön in der Wand verbracht. Dann könnte man eigentlich auch hier drunter wieder mit einer Treppe so eine schiefe. Also, der steht auf einer Treppe und der drunter steht auch so und vor einer Treppe. Ach, wäre das toll. Hätte man hier so ein Zweitlager für die ebenen Sachen, die man an seinem Kaminfeuer braucht. Also vielleicht die Speisekammer kann es nicht werden, hier ist zu warm. Aber irgendwas wird uns schon einfallen. Falls euch noch was einfällt oder ihr noch was loswerden wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und wir sehen mal zu, dass wir zum nächsten Mal dieses Skelett vielleicht töten. Du, du, ja du. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Bye bye.